entweder muss ich die Schnürsenkel rausnehmen oder andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Jetzt sind meine Haare aber alles so, da kann ich ja gleich. Warte, ich zeig's euch. So rausgehen. Ich habe hier diese Softie-Stange. Ja? Und du hast dieses eine Indie-T-Shirt. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht tauschen müssen. Ich zeig's dir, mach mal den Kasten auf, ich komme nicht drauf. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Arwen! Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Video von Arwen und von mir, wo wir ein bisschen unterschiedliche Seiten zeigen. Und zwar die Arwen, es geht gerade mega um dieses ganze Picknick und dieses ganze Indie-Zeug. Und das findet die Arwen halt total cool und das gefällt der Arwen richtig, richtig gut. Aber ich bin dann doch eher mehr der Softie, auch wenn man es mir nicht immer ansieht, finde ich Softie einfach cuter. Diese Pastelltöne, dieses Pink und das finde ich einfach mega cute. Und deswegen haben wir uns überlegt, die Abend nämlich eine Challenge. Und zwar, wir haben beide eine Stunde Zeit und so gut wie möglich, wie es nur geht, unseren Style. Genau, ich versuche so gut wie möglich in einer Stunde Softie auszusehen und die Abend so gut wie möglich in einer Stunde Indie auszusehen. Dazu gehört alles. Handyhülle, Accessoire, Schuhe, Socken, die Kleidung natürlich ganz, ganz wichtig. Das Make-up muss natürlich auch passen. Die Ringe und die Frisur, alles muss dazu passen und das müssen wir eben in einer Stunde schaffen. Okay. Es ist natürlich eine Challenge, aber es wäre ja sonst langweilig, oder? Ja. Genau deswegen würde ich sagen, los geht's! Los geht's! Ich erkläre jetzt zuerst kurz, was Indie ist, die Leute, die es vielleicht nicht so wissen. Also Indie ist so ganz, ganz bunt. Es muss immer ganz, ganz bunt sein. Wie zum Beispiel diese hier. Das ist mein heißgeliebter Polster. auf jeden Fall ist es so. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit und ich brauche immer ganz bunte Sachen, Kleidung, alles. Aber ich habe mir schon richtig gute Sachen überlegt. Ich glaube, ich beginne auch zuerst gleich mit meiner Kleidung, was ich jetzt mal anziehe. Also gut, das hier ist schon mal sehr indie, weil das ist halt ganz bunt, ganz neonfarbig und wisst ihr was? Ich habe hier diese Spangen. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich habe diese Spangen hier. Und die ist zum Beispiel sehr softy. Vielleicht gibt mir die Ilia dafür, weil sie hat ja so ein Neon-T-Shirt. Neon-gelbes T-Shirt. Ich frage sie, ob ich damit ihr tauschen kann. Ich frage sie kurz. Ich nehme aber die auch mit. So, meine Lieben, los geht's. Ich habe den Timer jetzt schon auf meinem Handy gestartet, weil ich habe es am Laptop irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe es jetzt einfach am Handy gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie das Ganze, also das, was ich mag, und so diese Softie, wie das so... Ja? Ja? Oh, die Arme ist gerade reingekommen. Ich habe eine Frage. Alles total überbelichtet. So. Ja? Und zwar, ich habe hier diese Softie-Spangen. Ich habe hier diese Softie-Spangen. Ja? Und du hast dieses eine Indie-T-Shirt. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht tauschen müssen. Ich zeig's dir. Mach mal den Kasten auf. Ich komme nicht drauf. So, ich meine das hier. Welches? Das hier? Ja. Das ist Indie für dich? Ja. Und du willst es tauschen? Tauschgeschäft? Ja. Diese zwei Stangen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich die mit reinbringen kann. In meinen Style. Warte, ich kann dir helfen. Aber ja klar, dann tauschen wir das jetzt einfach. So, die Arwen kriegt das T-Shirt von mir. Und ich habe die Spangen. Okay, mal schauen, ob ich die irgendwie. Tschüss. Ob ich die irgendwo reinkriege zu meinem Outfit, weil ich ja nicht einmal ganz weiß, was ich machen will. Ich wollte es jetzt euch einmal zeigen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Also, das ist so Softie. Softie ist total viel rosa und Pastell. Das sind jetzt nur ein paar so Inspo-Bilder, von der Farbe so. Von den Outfits, die tragen extrem, extrem gerne so Röcke und auch so Pastell... Oh, hi, da bin ich. So Pastellfarben, wie man schon sieht und ganz viel... Oh, was ist das hier? So, nein, das will ich nicht. So ganz viel einfach cute Sachen, die ich zum Beispiel total gerne mag. Oder hier zum Beispiel dieses Gelb ist total süß. Oder was? Irgendwo muss ich da noch irgendwas Rosanes finden. Ja, einfach, schaut mal, wie süß das aussieht. Ich meine, wie kann man sowas nicht mögen? Ich liebe es einfach. Also, ich habe hier einen ganz normalen weißen Rock. Der schaut so aus und ich glaube, ups, oder?
Mit dem könnte man richtig viel, vieles Cooles machen. So ein paar Outfits kreieren. Ich hätte da auch schon so ein paar Ideen. Aber nachdem es jetzt noch ein bisschen kälter ist, könnte man natürlich das auch mit einer Hose machen. Da würde ich meine rosa Pastell nehmen, die ich mir damals gekauft habe bei der Challenge von der Arbeit und mir. Die wird, glaube ich, auch noch richtig, richtig cool aussehen. Und sonst noch so einen Softie-Rock wäre vielleicht dieser hier mit diesen ganzen süßen kleinen Blümchen drauf. Sieht man das? Ja, der, ich glaube, der wäre auch richtig cute. Oder auch mein anderer Lilana. Dieser Lilana. Ups. So, sie haben jetzt den ganzen Winter hier drin verweilt. Jetzt haben sie ein bisschen ein paar Fältchen drin. Aber ich glaube, der ist so eine Rockhose. Also hinten ist eine Chance und vorne ist ein Rock. Das sieht auch richtig cool aussehen. Jetzt müsste ich mir nur noch überlegen, was ich denn auch mache. Okay, ich hab's jetzt. Es sieht etwas groß aus, aber vielleicht kann ich das in die Hose reinstecken. Insgesamt sollte es dann entweder so... Mal gucken, ob das überhaupt gut aussieht. So, aber das sieht man halt das Hose nicht mehr. Oder halt, dass man die Arme dann so... Ich glaube, ich mach's eher so. So, meine Lieben, bei diesen zwei T-Shirts frage ich mich jetzt ein bisschen. Also das ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Rollkragen-T-Shirt, aber dafür ist es auch mega softy, finde ich, wegen diesem kleinen Gestick, also der Gestick, also diesem kleinen Druck, der drauf ist, und Play With My Heart steht da drauf. Ich finde es mega süß. Oder halt eben mein Rollkragen-T-Shirt, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich weiß es gerade nicht. Jetzt mache ich mal die Schuhe. Ja, also diese Schuhe hier, ich habe mir schon was richtig Gutes überlegt. Und zwar irgendwo hier. Bunte Perlen, Schnürsenkel. Bunte Schnürsenkel! Okay, ich mache das jetzt erstmal. Also ich finde das eigentlich ganz cool, wie zum Beispiel die hier, die ist total bunt und würde auch zu meinem grünen T-Shirt hier passen. Ich werde diese Schnürsenkel, also diese werde ich auf meine Schnürsenkel drauf fädeln. Wie ich das Ganze mache, entweder muss ich die Schnürsenkel rausnehmen oder andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Okay, ja, ich glaube, ich hole sie raus. So. Kurzes Update, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte was Weißes zu was Weißes anziehen, aber das sieht man dann natürlich überhaupt nicht, den Unterschied und so. Und deswegen habe ich mir jetzt so entschieden, dass ich dieses weiße, dieses rosane T-Shirt hier anziehe zu diesem weißen Rock hier. Und ich glaube, das sieht ganz süß aus mit dem Pulli noch drüber. So, also gut passen würden, also die hier nicht, weil die sind eher Pastell, aber die hier, vielleicht auch, nein, das ist nicht so. Vielleicht auch rot. Kann auch. Vielleicht noch diese großen Sternchen da. Aber da ist halt nicht so... Ah, das passt jetzt. Obwohl, ja, das passt eigentlich. Und die hier. Das würde auch passen. Gut, dann nehmen wir noch einmal lila. Und, da. Eine rosa Blume noch. Jetzt müssen wir aber mit die Hose anfangen, weil dafür brauchen wir jetzt am meisten Zeit. Und da müssen wir auch noch eine Frisur machen. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Aber wir machen jetzt die Hose. Wie gesagt, wir nehmen diese hier. Was wird drauf malen? Ich glaube, ich male hier auf die Taschen was drauf. Oder ich male hier was drauf. Okay, kurzer Check. So sehe ich jetzt aus. Hier habe ich den Kragen jetzt rausgeholt. Das finde ich mega, mega cute. Dann der Rock dazu. Genau, sieht auch mega süß aus.
Und der Pulli dazu. Es gibt jetzt nicht ganz den Touch, den ich eigentlich gedacht habe, den er geben hätte sollen. Oder wo ich gedacht habe, den ergibt es. Aber das ist nicht so schlimm. Ich finde das auch mega cute trotzdem. Passt mega gut zum Outfit. Ist so rosa Pastelltöne. Einfach mega, mega cute. Passt auch zu meinem Outfit. I guess. Worum wir uns unbedingt noch kümmern müssen, ist meine Socken. Die passen gar nicht dazu. Oh mein Gott. Ich habe nur noch 20 Minuten Zeit, das ist das Blöde. Ich mache jetzt nur noch grün, also blau fertig und dann grün. Und dann mache ich noch die Kette und die Frisur. Genau. So, hab sie gefunden. Das sind die Socken, die ich jetzt wollte. Die sind mega cute, weil ich finde, die haben diese Rüschen noch drauf. Und das macht das einfach mega, mega cute und gibt es so einen kleinen, cuten Touch. So, piu! So, meine Lieben, Softies sind immer ganz, ganz wenig geschminkt und so und haben auch einen, ich brauche meinen Kamm, ups, da waren Haargummis dran, und haben immer so eine ganz cute, dezente Frisur eigentlich. Ups. Deswegen werde ich mir jetzt einfach meine Haare einmal durchbürsten und mir einen Mittelscheitel machen. Ich glaube, das ist so ein Mittelscheitel. Relativ cute. So, genau. Perfekt. Ist doch noch gar nicht, ist doch schon gar nicht so schlecht. So, das ist das Endergebnis. Es ist schon cool. Man sieht halt beim Filzstift schon ein bisschen die, wo man halt hingemalt hat. Aber vorne muss ich halt auch noch irgendwas machen. Ich muss mich nämlich beeilen. Entweder mache ich hier bei diesen Schnödeln hier irgendwas, irgendwie auch immer Regenbogen, oder, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich könnte hier was machen, also hier könnte ich vielleicht noch Regenbogen machen, so mit den Strichen so. Oder ich schreibe was hin. Und wenn, was sollte ich hier schreiben? Oder ich mache Zähne, nein, oder Smileys. Schon cool aus. So, das Ganze ziehe ich jetzt an und dann schauen wir, wie es aussieht. Nur das Einzige, vielleicht, ich glaube, ich habe doch mal. Ich habe sie wirklich noch. Ich habe eh meine Indie-Kette. So. Mit der Idee gemacht. Das ist halt so irgendwie so. Perfekt. Weiter geht's mit dem Highlighter. Da verwende ich mit einem Highlighterpinsel ganz, ganz wenig auf meiner Nase. Oh, ups, nein, davor mache ich noch den Blush natürlich. Dann mache ich einfach ein bisschen Blush hier drauf. Auf meine Wangen, über meine Nase. Ganz wichtig. So. Ist das too much? Nee, da geht schon noch ein bisschen was. Da geht schon auch ein bisschen was. Ja, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, meine Lieben. Ich kann nicht die Einzige sein, die beim Schminken immer komische Grimassen macht. Macht ihr das auch? Also wenn ich überhaupt schon schminke.
ist es nicht too much. Aber ich finde es ganz cute. Ich kann es ja mit dem Pinsel noch ein bisschen reduzieren. Und dann mache ich hier noch ein bisschen Highlight in meine Ecken von dem Auge hier. Ich glaube, das sieht ganz cute aus. Ja, cute. Ich muss ein bisschen an meinen Gesichtern arbeiten, weil... Ah, ich habe es im Auge. Sekunde, hab's gleich. Perfekt. Also ich finde in diesen Augenecken finde ich das ganz cute. Und ich muss an meinen Gesichtern ein bisschen arbeiten, weil die haben ja auch immer alle mega cute Gesichter. Immer so, Okay, nein, das war jetzt nicht besonders cute, aber so. Ei! Eschi! Oh mein Gott. Das kann eine Freundin lernen von mir, aber ich kann es nicht. Eschi! 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 Yeschi! Yeschi! Eschi! Ich weiß nicht, wie die das machen. Eschi! Eschi! Yeschi! Oh nein, ich kann es nicht. Weiter geht's, die Burscht. Mascara, a bit of Mascara. Mascara habe ich eigentlich eh schon drauf. Vielleicht nur ganz bisschen. Ah, nein. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Da ist ein Haar von mir in die Mascara gegangen. Ja, ich habe es jetzt auf den Händen. In die Mascara gegangen. Es hätte mir jetzt fast mein ganzes Make-up, also wenn man das Make-up nennen kann, meine Schminke ruiniert. Aber es ist noch alles. Eschi! Super. So, fertig mit Make-up. Weiter geht's mit den Haaren. Ich habe jetzt während dem Make-up meinen Mittelscheitel ein bisschen kaputt gemacht, deswegen mache ich mir den jetzt nochmal neu. So. Hier. Super. Und die Arvin hat mir ja diese mega, mega cuten Spangen gegeben. Diese zwei hier. Und ich möchte die natürlich auch einbauen in mein Outfit, weil die einfach so süß sind und so schön. Aber ich weiß noch nicht ganz so, wo. Glaubt ihr, geht das so klar? Jetzt sind meine Haare aber alle so. Dann kann ich ja gleich... Warte, ich zeig's euch. So rausgehen. Ah, okay, ich glaube, das passt. Outfit, check. Frisur, check. Lipgloss und so, check. Nein. Verdammt. Leute. Ich habe jetzt ein riesengroßes Problem. Ich habe kein Accessoire. Ich hab eine Idee. Ich müsste mir jetzt noch eine Kette machen, dass das passt. Aber dann hätte ich eine Kette. Und ein Accessoire. So, also ich mache jetzt die Indie-Frisur. Meine Mama hilft mir ein bisschen. Genau. Also wir machen jetzt mal, wir nehmen uns zwei Strähnen und machen die halt nass. Und ich suche mir dabei schon die Perlen raus. Also ich nehme diese Neonfarben hier. Und dann vielleicht noch Orange und Pink. Und ja, ich glaube, das passt jetzt. Ja, diese zwei Strähnen, hier nehmen wir dann auch noch eine. Ich erkläre es euch jetzt einmal. Dann geben wir eine Perle rauf. Genau. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich habe auch noch nicht die Ile gesehen und ich bin auch gespannt, wie es hier aussieht. Weil sie hat schon sehr viele Softie-Sachen und da kann sie schon was machen. Aber ich glaube, es passt eigentlich für mich. Also ich sehe eigentlich ganz cool aus, Indie. Also, ich habe mich jetzt entschieden mit dem Nylonfaden, weiß, mir eine Kette zu machen aus diesen Perlen, weil ich finde, das sieht richtig cute aus und ich sollte mir noch Ohrringe dazu machen.
Ich mache mir jetzt Ohrringe und auch noch eine Kette. Und zwar mache ich immer eine große Perle und dann eine kleine. Nein, ich mache 4 oder 5 kleine und dann eine große. 4, 5 kleine und dann eine große. Ich muss schauen, wie es aussieht. Aber ich glaube, es würde ganz cute aussehen, wenn ich das so mache. Hilfe, und die fliegen mir gerade überall. Also fliegen, rollen mir gerade irgendwie überall hin. Die ganzen Perlen. So, genau. Also das muss ich mal schauen. Wegen meinem Hals. Wie groß der ist. Ich glaube, ja, so groß circa. So, dann brauchen wir natürlich meine Softie-Schere. Perfekt. Und dann habe ich schon mal meine Kette. Super. Jetzt muss ich einen Knoten hier reinmachen. Und dann heißt es mal lange, lange fädeln. So, das ist jetzt die Kette, wie gesagt, und hier sind jetzt meine Verschlüsse drin. Ich glaube, ich werde entweder so einen machen mit so einem. Den kennt ihr eh, das ist der ganz normale Basic. Hallo, wo ist hier? Basic One. Ups. Oder eben so einen magnetischen. Der hat halt so einen Magnetverschluss, ja? Das ist so einer. Den kann man dann so auseinander machen. Ich glaube, ich werde diesen hier nehmen, weil der einfacher ist einfach. Mit dem hier. Aber ich muss noch schauen, wie ich das montiere, dass das auch hält. Also, meine Lieben, ich werde mir jetzt meine Ohrringe reingeben. Ich habe die mal so urschön verpackt, aber ich nehme die jetzt raus von hier, weil ich die irgendwann mal schon gemacht habe. Weil ich mache manchmal Ohrringe selber. Ich hätte sie natürlich jetzt auch gerne gemacht, aber ich habe ja schon welche. Deswegen gebe ich mir die jetzt einfach rein. Seid ihr ready? Seid ihr ready? So schaue ich aus. Oh mein Gott, die Kette ist mir richtig gut gelungen. So cute. Ich habe mich jetzt ein bisschen gestruggelt wegen dem Verschluss. Aber sehe ich aus wie eine Omi damit? Nein, oder? Sehe ich jetzt aus wie eine Omi? Da war es alles umsonst. Vielleicht kann ich sie auch so reingeben, dass man sie nicht so direkt sieht, sondern nur so ganz leicht spürt. Versteht ihr? So. Eine Freundin von mir hat selber Ringe gemacht. Und ich habe ein paar. Ein paar hat auch die Arme bekommen von mir. Und ich habe mir jetzt überlegt, die einfach mir auszusuchen, welche ich gerne hätte. Und ich habe hier einmal diesen hier, weil das matcht mit dem Lila. Als Sascha habe ich mir einfach überlegt, meinen rosa in den Rucksack zu nehmen, weil der passt von den Farben mega gut und ist eh auch super, super cute. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Die Schuhe haben ja Lila drin. Das heißt, das passt mega gut zu meinem Pulli und zu meinem Rock, weil das ist weiß und lila. Und es hat generell einfach so cute Farben. Oh mein Gott, so matchy! Also die Frisur ist jetzt fertig und jetzt mache ich noch so ein Bandana drum und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also ich habe jetzt hier mein Bandana und das falten jetzt einmal so in der Mitte. So, Ecke in Ecke. So, ich muss das kurz hier machen. Und jetzt das hier nehmen, dieses. Und so, obwohl ihr könnt es auch von der anderen Seite machen. So. Aber hier muss halt ein bisschen was übrig bleiben. Und dann macht ihr das Ganze so. So. Und jetzt geht ihr da drunter. Das Grün passt perfekt zu meinem T-Shirt. Und jetzt macht ihr da einen Knoten. Und so. 5 Minuten noch! Ich komme schon! Also gut, dann machen wir hier noch einen Knoten. Nein! Wo ist das? Hier. So. Oder nur so. Und dann holen wir jetzt kurz diese Strähnen hier raus. Ich glaube, ich hätte es anders machen müssen. Egal. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Oh nein! Ich habe andere Strähnen. Ah! Ich glaube, ich mache es kurz so. Eine Sache fehlt mir noch, das habe ich total vergessen, und zwar eine Brille. Ich wollte unbedingt noch eine Brille und dann habe ich jetzt zum Glück eine neue bekommen.
Und zwar meine mega coole, große, rosane Andy Wolf Brille. Geht nein, in die Haare vielleicht nicht, weil das ist dann zu too much Haare, aber... Hi, my name's Yashi! Okay, nein, ich kann es immer noch nicht. Wie gesagt, so schaue ich jetzt aus mit meinen Schuhen, mit meinem Rucksack, meiner Spange, meinen Ringen, mit meiner Handyhülle. Jetzt sehe ich die Arwen. Ich komme schon. Okay, jetzt passt so. Fertig. Okay, ich bin fertig. Okay, los geht's. Aber lass die Augen zu, mach die Tür noch zu. Augen zu. Hier, warte. Gib mir deine Hand. Was ist passiert? Ich bin voll im Mini-Kasten. Aber nicht die Augen aufmachen. So, genau. Okay. Auf drei. Warte, drehen wir uns ein bisschen. Wollen wir sich aufstellen? Nein, so. Ja. Achtung, auf drei, okay? Dreh dich ein bisschen zu mir. Eins, zwei, drei. What? Das sieht voll cool aus bei dir. Danke. Oh mein Gott, steh mal auf. Wow, wie deine Haare. Oh mein Gott, du hast einen Piano. Ja, ich habe mehr eine. Sieht man sie? Ein bisschen, aber du musst die Haare. Oha, aber diese Handyhülle passt voll gut. Die passt voll gut, weil ich habe alles sogar. Schau, die Schuhe, die passen so gut. Oh mein Gott, schau mal. Du hast die Uhr schön gemacht. Wie süß. Kannst du das bei meinen Schuhen auch machen? Gerne. Aber nicht bei denen, sondern bei den anderen. Obwohl, da wird es auch cool ausschauen. Aber das hast du voll gut hinbekommen. Danke, aber du auch. Oha, wie cool. Die habe ich mir selber gemacht. Warte, schau, für mich. Oh mein Gott. Hier, dich auch mal. Und schau, ich habe sogar noch den Rucksack dabei. Oha, ja, Tasche hatte ich jetzt nicht so. Aber außer meinen Rucksack, aber der war nicht so. Aber ich glaube, ich werde es. Schau, setz dich nochmal hin, dass man uns einmal sieht. Das war's mit dem Video von heute. Was sagt ihr zu unserer Verwandlung? Was seid ihr? Eher mehr Indie oder eher mehr Softy? Schreibt es uns gerne in die Community rüber. Und ihr könnt auch sehr, sehr gerne unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Was wir natürlich hoffen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!